Hallo und herzlich willkommen bei Love Nails. Heute gibt es ein weiteres kleines Technikvideo. Ich hatte euch ja schon die verschiedenen Varianten gezeigt, wie man eine Smile Line zeichnen kann. Heute zeichnen wir keine Smile Line, sondern wir docken an. Das klingt immer so ein bisschen merkwürdig, hat auch nichts mit irgendwelchen Schiffen zu tun, sondern es geht darum, dass ihr euch eure Smile Line erstmal als negativ vorarbeitet. Das bedeutet, wir verlängern erstmal das Nagelbett, feilen das in Form und anschließend kommt die weiße Smile Line oder die schwarze oder die türkise oder wie auch immer ihr wollt, an das Nagelbett. Mein Naturnagel habe ich bereits vorbereitet. Und als nächsten Schritt müssen wir die Schablone anpassen. Die Schablone ist wirklich das A und O und sehr, sehr wichtig, dass die gut sitzt. Denn die sorgt dafür, erstens, dass ihr Stabilität habt, später beim Befeilen der Smile Line. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, die gibt euch die Form. Je nachdem, wie ihr die Schablone ansetzt, so verändert ihr die Form des Nagels. Und natürlich, wie ihr das Gel anschließend auftragt und befeilt. Ne? So. Erstes benutze ich hier dieses kleine Gespenstchen. Für mich sieht das immer aus wie ein kleiner Geist. Das macht die Stabilität des Tunnels. So, wie ihr hört, die Klebkraft der Schablone ist auch wirklich 1A. Die Stabilität übrigens auch. Jetzt rolle ich mir das ein bisschen vor. So, und jetzt gucke ich, wie passt meine Schablone. Ihr seht, sie ist hier schon so ein bisschen vorgeschlitzt. Mit Glück passt sie gleich, aber meistens ist es so, ihr müsst sie noch ein bisschen anpassen. Aber tatsächlich, glaube ich, habe ich hier wirklich Glück. Sie muss immer ein bisschen nach oben neigen. Bei meinem Nagel sowieso. Ich habe hier so einen Papageiennagel am Zeigefinger. Der fällt immer gerne mal ab. Also muss ich immer ein bisschen nach oben gucken. So, wir machen hier als Form eine Mandel. Und das hier ist übrigens kein Schulungsvideo. Das geht jetzt hier tatsächlich nur darum, wie die Andocktechnik funktioniert. Nicht, wie man am besten die Schablone anpasst oder sonstiges. So, gerade muss es natürlich auch sein. Ich muss ein bisschen gucken, mein Nagel neigt so ein bisschen nach links. Ich musste also so ein bisschen gegensteuern. Das dann wieder so ein bisschen ausgleichen. Dass man das nicht nach rechts neigt, der übrigens nicht nach links. Ich gucke jetzt also, dass meine Schablone hier gerade sitzt und nicht hier vorne, denn dann würde ich automatisch die Neigung, die mein Naturnagel hat, noch verstärken. So, meine Schablone sitzt, bla bla bla. Dann können wir jetzt auch loslegen. Als erstes braucht ihr natürlich ein wirklich stabiles, formfestes Gel, was ihr dann auch gut befeilen könnt und formen könnt. Ich nehme dafür einfach immer unser Acrylgel, weil das am besten funktioniert. So, aber da sind wir noch gar nicht, habe ich ganz vergessen. Wir müssen natürlich noch erstmal einen Haftgrund schaffen. Dafür nehme ich das Rubber Base. So, mein Haftgrund ist jetzt ausgehärtet und jetzt legen wir mit dem Acrylgel los. Jetzt kommt es darauf an, wie schmerzempfindlich seid ihr oder beziehungsweise wie empfindlich überhaupt oder eure Kundin mit der Hitzeentwicklung. Ich bin da eigentlich eher, wie soll ich das sagen, schmerzfrei. Ich merke eigentlich so gut wie gar keine Hitzeentwicklung. Wenn ihr aber da empfindlich sein solltet, dann arbeitet das besser in zwei Schichten und nicht in einer dicken. So, ich habe jetzt hier mein Acrylgel und setze das direkt hier vorne am Nagelrand ab. Nehme mir etwas Cleaner. So. Und jetzt arbeite ich mir hier vorne die Verlängerung meines Nagelbetts und bringe das schon mal so ein bisschen in Form. Also man weiß ja vorher ungefähr, welche Form soll es werden. Wie lang soll der Nagel werden? Wie dramatisch soll die Smile Line werden? Oder
vielleicht soll sie auch gar nicht dramatisch werden. Allerdings finde ich, wenn man andocken will, dann lohnt es sich doch eigentlich nur, wenn man so eine richtig schöne, ausgeprägte Smileline haben will, oder? So, ich werde also hier vorne immer noch mal so ein bisschen spitzer. Nach hinten hin natürlich immer flacher. Denn hier hinten habt ihr ja schon Nagel, hier vorne nicht. Muss man also so ein bisschen ausgleichen. Und ich sage euch gleich, die Andock-Technik ist keine Technik, die man mal eben schnell machen kann, sondern dafür braucht man ein bisschen Zeit und auch Übung. Also erwartet nicht, ihr setzt euch hin, zack, 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 macht das und das wird gleich perfekt. Natürlich nicht. Also wenn doch, dann seid ihr wirklich Glückskinder. Ich weiß nicht, ich glaube, ich schmeiße zwischendurch auch immer noch ein paar Schablonen weg, weil die irgendwie mir am Handschuh festgeklebt sind oder weil ich sie einfach falsch eingeschnitten habe, das zu spät gemerkt habe und so weiter und so fort. So, ihr könnt das dann hier so schon richtig schön aufstellen an den Seiten, denn das ist das A und O beim Andocken. Diese extrem scharfe Kante. Und die erreicht ihr eben nur mit dem richtigen Modellieren und mit dem anschließenden Befeilen. So sieht es jetzt aus. Ich werde jetzt in die Lampe gehen und dann kommt ein Schritt, den kann man machen, den muss man aber nicht machen, nämlich das Pinschen, dass man das schon mal so ein bisschen zusammendrückt. Aber das lassen wir jetzt erstmal, das machen wir mal in einem anderen Video. Mein Nagel ist fertig ausgehärtet. Jetzt entferne ich hier einmal die Schwitzschicht und wie ihr seht, ich lasse den Nagel, ich lasse den Nagel an der Schablone oder ich lasse die Schablone dran für das Ganze. Das lasse ich auch, während ich feile. Ich finde das einfach irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, mir gefällt das. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt. Ihr müsst eure Smileline feilen. Ansonsten kriegt ihr keine scharfe Kante. Und am besten feilt ihr das auch, indem ihr diesen Blick wählt. Da könnt ihr das nämlich am allerbesten erkennen, wo noch eine Unebenheit ist und wo nicht. Richtig schön scharf hier an den Kanten überall, damit ihr da richtig schön passend andocken könnt. So schön die Seiten schön schmal feilen. Je schmaler, desto schöner. Also, ich bin jetzt relativ zufrieden eigentlich. Jetzt, wie gesagt, lege ich noch mal ein bisschen nach mit dem Aufbau, befeile den Aufbau und wenn ich das erledigt habe, dann geht es gleich weiter. Jetzt bin ich wieder zurück, habe meinen Aufbau befeilt, meine Smileline befeilt und jetzt kommen wir ans Andocken. Jetzt ist auch der Moment, wo ihr, oder ich weiß, ihr habt das sicherlich alle schon gesehen, wo man einfach so eine, ja, andersfarbigen Rand noch hat, bevor das Weiß kommt. Das macht man jetzt. Ich mache das jetzt auch mal. Ich finde das nämlich auch ganz hübsch. Dazu nehmt ihr einfach eure Farbe, die ihr euch wünscht. Dann pinselt ihr einfach hier am Rand eurer Smileline lang und nach oben hin übrigens könnt ihr immer ein bisschen übermalen sozusagen. So, denn das kann man am Ende wieder wegfeilen. Das ist nämlich ein großer Vorteil bei der Andock-Technik, dass man das, was man überschmiert, so jetzt mache ich es mal mit Absicht richtig dolle, wieder entfernen kann. Jetzt geht es ans eigentliche Andocken. Dafür nehme ich unser Boomer White. Nehme mir hier ein bisschen was aus dem Tiegel. Setze es direkt hier ab. Ein bisschen cleaner. Ein bisschen tupfen. Und jetzt wird angedockt. So, ich glaube, das reicht.
an Gel, mehr brauchst du doch nicht. So, es muss natürlich überall gleichmäßig viel Material sein, das ist ganz klar. Bringt das schon mal so ein bisschen in Form, umso leichter habt ihr das dann gleich. Und wie schon gesagt, ihr dürft ruhig nach oben hin ein bisschen drüber schmieren, das macht gar nichts. Das wird ja alles dann am Ende weggefeilt. So, der Rest, der dann hier noch so bäulich ist, der wird dann mit klarem Gel aufgefüllt. Ich gehe jetzt erstmal in die Lampe, lasse anhärten. Ich werde meinen Nagel noch ein bisschen pinschen und dann bin ich anschließend wieder zurück. Schwitzschicht entfernen. Und jetzt könntet ihr die Schablone entfernen. So. Und jetzt wird gefeilt. Das zeige ich euch als allererstes, was passiert, wenn ihr jetzt hier drüber feilt. Ich mache mal eben zwischendurch hier mal kurz, dass ihr schon mal sehen könnt, wie sich das jetzt verändert hat. Wird noch ein bisschen weiter gefeilt, dann ist dieses Kruckelige oben drauf dann irgendwann weg. Und dann hat man dann eine wunderschöne gerade Smileline. Das mache ich jetzt aber mal, glaube ich, über der Staubabsaugung und dafür stelle ich das Video kurz auf Pause. Ich hatte noch mal ein bisschen, wie ich schon gesagt hatte, mit dem Clear nachgelegt, um so diese Unebenheiten dann auszugleichen. Habe jetzt ordentlich gefeilt und jetzt kommt der wunderbarste Moment, nämlich wo wir den Versiegler auftragen. Im Nachhinein denke ich, ich hätte tatsächlich die Smileline noch dramatischer machen können. Aber hinterher ist man immer schlauer, ne? Aber jetzt könnt ihr das wunderbar erkennen, dieser pinke Rand und dann die weiße Smileline. Ich habe mir hier schon mal meine Blümchen geholt, denn ich wollte noch mit dem Design weitermachen, aber dann fiel mir ein, nee, machen wir erstmal hier zu Ende. So, jetzt zeige ich euch das nochmal. Hier könnt ihr eine schöne scharfe Smileline erkennen. Ist jetzt natürlich durch den pinken Rand wirkt das jetzt das Ganze ein bisschen anders. Aber jedenfalls wisst ihr jetzt, wie es so ungefähr funktioniert. Jeder kann sich da ja auch noch so ein bisschen seine eigene Technik aneignen. Aber ihr habt auf jeden Fall gesehen, dass es nichts Schnelles ist, dass man sich dafür ein bisschen Zeit nehmen muss. So, ich werde jetzt weitermachen mit meinem Design. Und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Am besten geeignet sind für diese Technik unsere Acrylgele oder auch die Tixogele, die sind dafür auch super. Und vor allen Dingen ein neues scharfes Feilblatt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und wenn ihr die Materialien nachkaufen wollt, dann findet ihr sie unter www.lovenails-shop.de. Wenn ihr noch etwas Hilfe braucht, dann kommt einfach zu uns in die Facebook-Gruppe. Habt einen schönen Tag. Tschüss.